Letztes Mal beim Ketzer-Podcast. Wir haben ähm, Hörerpost bekommen. Und zwar von ähm, myself.63. myself.63 schreibt uns ähm, anonym. Seltsamerweise schreibt er uns anonym Sachen, die er vor schon, vorher schon unser Sudelbriefschreiber schon an mich geschrieben hat. Um, Im März 2015 hat unser Sudelbriefschreiber an mich geschrieben, äh, Gottesbeweis, er möchte gerne die Richtigkeit des logischen Gottesbeweises von Gurt Gott Gödel bewiesen haben. Und am 5. September unter demselben Subject äh, schreibt Myself, er möchte auch gerne den Gottesbeweis von Gurt Gott Gödel haben. Da wir das in der Zwischenzeit nicht adressiert hatten, muss das wohl eine Gedankenübertragung gewesen sein oder aus der Formatierung und aus dem Inhalt zu schließen, dass myself.63 möglicherweise der neue Pseudonym unseres unseres geliebten Sudelbriefschreibers ist, der uns mit zwei neuen E-Mails unser Unglaubensgebäude stark ins Wanken bringt. Ich werde diese E-Mail mal vorlesen. Und zwar vom 17. September erreicht uns folgende E-Mail unter dem Subject »Das Glaubensbekenntnis der Atheisten«. Punkt, Punkt, Punkt. Ich glaube an den heiligen Urknall, der Himmel und Erde, Flora, Fauna und den Menschen hervorgebracht hat, und an die heilige Mutter Ursuppe mit ihren eingebauten Selbstzünder, die uns den Urknall gebar. In der Gemeinschaft mit allen Knallköppen und Knalltöten bete ich an den heiligen Dawkins und alle anderen hirnamputierten Tiefleger, auf dass es mir wohlergehe und ich lange den Gottgläubigen auf den Sack gehe. Punkt, Punkt, Punkt. Amen. Punkt. Schlauer Spruch eines Naturwissenschaftlers und Nobelpreisträgers. Mein ganzes Leben ist geträgt von Zahlen und Formeln. Wenn ich Mozart höre, denke ich an Gott. Ja, was meint ihr dazu? Das ist das ein Gebet, dem wir uns anschließen können? Ich weiß nicht. Das ist so ein. Bisschen traurig. Also ich fühle mich irgendwie nicht richtig repräsentiert. <laughs> Dito. Ich wusste gar nicht, dass ich zum Beispiel an eine heilige Mutter-Ursuppe glaube. Überhaupt irgendetwas Heiliges, ne? <laughs> Damit geht's ja schon los. Ja, also es ist eine. Ich, ich sehe das als Projektion, ähm, denn ein Gläubiger kann sich nicht vorstellen, dass jemand nicht glaubt. Ein Atheismus ist einfach Unglaube. Wir glauben nicht. Ende. Wir beten auch Dawkins nicht an. Ja. Und finden den Urknall auch nicht heilig. Ja, abgesehen davon, dass es wohl nicht geht, ohne, ohne uns äh, zu beleidigen. Das wohl auch. Aber Ursuppe, wenn irgendjemand rauskommt, dass das Leben nicht in der Ursuppe, sondern meinetwegen in einer eine Luftemulsion oder in einem Nebel entstanden ist, gut, dann ist das vielleicht eine bessere Theorie. Und wenn es keinen Urknall gab, sondern irgendwas anderes, dann gut. <laughs> ist es auch kein Problem. Dann werden wir ihn nicht umbringen, der mit der neuen Theorie kommt, sondern äh, einfach mal an die Argumente anhören und äh, die anschauen, was sehr für Beweise hat. Aber wir werden nicht sagen, oh nein, der heilige Urknall, wir müssen ihn, äh, wir müssen ihn sofort an, an, äh, an das A nageln. <laughs> Aber ich meine, wenn das stimmt, was er schreibt, beweist ja oder widerlegt er ja den Materialismus. Denn wenn Dawkins. Tatsächlich Hirn amputiert wäre und trotzdem noch Bücher schreibt, dann wäre das ein Beweis dafür, dass man einen Verstand ohne Hirn haben kann. Das ist per Definition dann sowas wie eine Seele. Das würde den Materialismus widerlegen. Mhm. Tja, und offensichtlich ist unser ganzer Zweck, den Gottgläubigen auf den Sack zu gehen. Und warum machen wir das? Warum gehen wir den Gottgläubigen auf den Sack? Weil die uns auf den Sack gehen, ganz einfach. <laughs> Weil die unser Geld wegnehmen. Indem wir da man irgendwelche Sachen kaufen müssen, die, die sie dann hinstreilen, indem wir Bischöfe, die den Unterhalt bezahlen müssen. Außerdem muss man uns extra einschalten, unseren YouTube-Kanal äh, suchen und all das. <laughs> ich glaube. Ja. Das ist, da macht man sich ja schon mehr Arbeit damit, als dass wir auf die Leute zukommen. Ja, auch das ist schon eben nicht mehr akzeptabel, dass wir einfach irgendeine Ecke des Internets irgendeinen Podcast senden. Das geht nicht. Sondern das muss man schon bekämpfen. Und äh, mal abgesehen davon, dass der schlaue Spruch, ich habe hier keinen Namen gefunden, aber der schlaue Spruch, wir machen den ja auch gerne, aber wir machen den schlauen Spruch, weil er schlau ist und nicht etwa, weil er von jemand Schlauen kommt. <laughs> und die zieht das. Dum, dum, dum. <laughs> und äh, mein ganzes Leben ist geprägt von Zahlen und Formeln. Das könnte ich unterschreiben. Ist mein Leben auch. Ja. Eigentlich ist jedes Leben geprägt durch Zahlen, durch Formeln weil man meint, man wüsste schon die Naturgesetze und wie es funktioniert. Man kann nur nicht erklären, warum wir diese haben und keine anderen. Und wenn ich Mozart höre, denke ich an Gott, kann er ja. Es macht nichts. Es ist nicht klar, welchen Gott er meint. Die Christen sind immer ganz, ganz klar, dass es nur den einen gibt und dass es nur ihr Gott ist und so weiter. Aber tatsächlich produziert jeder Christ seinen eigenen Gott und jeder Gläubige seine eigene Götterwelt. Ich habe noch keine. Zwei Menschen gefunden, die wirklich identisch an dieselbe Gottesform gel binden Und ich habe noch nie, noch nie einen Gläubigen gefunden, der sagt, ich glaube an den Gott, aber was der so manchmal sagt, mh, ich weiß nicht. <laughs> ich habe mich jetzt immer noch in Ge Leute gefunden, der, deren Gott genau ihrer Meinung war. Der gesagt hat, ah, da gibt es diese Bibelstelle, aber die stimmt nicht überein. Das fühle ich und ich, mein Gott unterstützt es auch nicht. <laughs> Ich, ich lasse mir jetzt auf keine Spekulation ein, wie er, er da meinen könnte, denn es gibt noch eine zweite E-Mail vom 20. September, mit der zeigt das uns jetzt richtig. Der Traum der Ketzer heißt das äh, das Thema. Gegen 1967 in Erfüllung, als die albanische Staatsführung jegliche Religionsausübung im Land verbot und es zum atheistischen Staat erklärte, bis zur Wende 1990. Inzwischen bekennen sich 58,8 Prozent der Albaner zum Islam. 16,9% zum Christentum, 2,5% fett zum Atheismus, laut Volkszählung in 2011. Aus der Dram der Ketzer. Gott ist tot, höhnte Nietzsche. Als Nietzsche starb, höhnte Gott. Wer ist tot? So, was meint ihr dazu? Oh. <laughs> also, ich kenne den Spruch ein bisschen anders. Gott ist tot, Nietzsche. Nietzsche ist tot, Gott. Ist ja. noch ein bisschen prägnanter. Und dann natürlich nicht zu vergessen, Nietzsche ist Gott, der Tod. In seiner Weise ist, die, ist der Spruch, dass Nietzsche das, wer es tut, wie kann nicht von Gott, sondern von den Gottesanhängern. Nietzsche konnte selbst was sagen. Gott hat, muss nur durch seine Sprecher sprechen, weil ja. sein Hirn gespinst ist. Der Pressesprecher <laughs> ließ verlauten. Ja, Radio Erivan. <laughs> Aber jetzt kommen wir mal zum, zum, zum Albanien 1967. Tatsächlich ging 1967 ein Traum der Atheisten in Erfüllung, weil das das Geburtsjahr des Admiral war. Ah. <laughs> und es ist wieder ein Problem der Projektion. Wir Atheisten wollen nicht einen atheistischen Staat aufrufen, sondern einen säkularen Staat, in dem alle Religionen und Nichtreligionen gleichberechtigt werden. Wie ein Verein, wie ein Taubenzüchterverein. Aber auch ein Taubenzüchterverein muss sich an das Tierschutzgesetz halten. Gerade ein Taubenzüchterverein muss sich an das Tierschutzgesetze halten. Aber auch Christentum Islam müssen sich an, an Gesetze halten und an, an Moralen, moralischen Normen, die die Gesellschaft hat, wie Mindestlohn zum Beispiel. Und ich gucke in die Richtung der katholischen Kirche. Oder Tierschutz und ich gucke in die Richtung vom Islam. Oder, und jetzt gucke ich die in Richtung von den Juden und vom Islam, dann an Menschenrechte, die insbesondere die Un Unverletzlichkeit des Menschenkörpers von Schutzbefohlenen beinhaltet. Äh, das ist, ich meine, wir wollen das nicht. Wir wollen denen nicht, wir wollen denen nicht ihre Religion verbieten. sondern Aber die wollen, dass wir das wollen. <laughs> ja, denn, genau. Und genau. Und das ist so offenbar. Äh, denn, denn das ist eine Projektion. Denn offensichtlich wollen die. Meinen die, dass wir das verbieten wollen? Und, und das ist irgendwie Hannebüchen wieder, ne? Also. Typische christliche Masochismus. Oh ja, bitte sei gegen. Persecution-Komplex. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das übersetzen würde. Ja. Verfolgungs ja, Verfolgungswahn passt nicht so richtig. Ja, und ähm, 2,5 Prozent sind Atheisten jetzt. Vor, übrigens, 1967 waren es keine. Es gab keine statistischen Daten, dass irgendjemand Atheist gewesen wäre, 1967. Also sind wohl schon mehr Atheisten als vorher. Ne? Insofern kann man schon sagen, oh, ein Erfolg von 0 auf 2,5 Prozent und was wissen wir über die albanische Gesellschaft? Also ich weiß nichts und der, unser Südlbriefschreiber wahrscheinlich auch nicht. Sondern äh, es ist, ich meine, es ist, wenn die jetzt, mittlerweile 1990 haben die einen säkularen Staat, wo eben Staat und Kirche getrennt sind und seitdem können die eben glauben, was sie wollen. Das ist gut. Sollen sie weitermachen. Das ist der Traum der Ketzer, dass jeder das machen kann, was er will. Also der Traum ging 1990 in Erfüllung, nicht 1967, also bis auf meine Geburt. Gut, haben wir noch etwas? Nico, hast du noch was zu sagen? Nö. Nö. Dem <laughs> ist nichts hinzuzufügen. Ja, also ich finde, unser Sudelbriefschreiber soll uns noch ein bisschen mehr Mühe geben mit seinen Argumenten. Vielleicht findet er irgendetwas. Also, wie gesagt, wir wollen nicht, das ist nicht unser Traum, wir wollen keine atheistischen Staaten. Wenn ich Mozart höre, dann denke ich nicht an Gott. Obwohl ich und äh, wissen keine Knallküpen und Knalltüten. <laughs> Na gut, dem was sein. Ja, damit sind wir eigentlich durch für heute. Ach, ihr wollt noch auf den YouTube-Kanal hinweisen und zwar. Ähm, hat uns einer unserer Zuhörer hingewiesen, dass es einen YouTube-Kanal gibt, die Atheisten. Man kann nicht sagen, dass es das ein neuer ist. Den gibt es schon seit ein paar, zwei Jahren. Also man kann nicht sagen, dass der neu ist. Der ging irgendwie äh, an unserer Aufmerksamkeit vorbei. Ich habe ein bisschen reingehört. Interessant war, neulich haben die ein bisschen Probleme gehabt mit irgend so Also, weil ich das verstanden habe, sind es zwei Brüder, die diesen Kanal machen. Und jetzt neulich äh, im Programm hatten sie sich mit. Frau Boyacu beschäftigt. Kennt keiner hier. Der, der Grünfilm Karl Kutter. Genau, der Teufel Karl Oder, obwohl sie keine Mutter war, die Mutter Teresa. Ja, da haben sie, äh, machen sie auch interessante Sachen. Neulich wurden sie, haben sie ein, ein Video entfernen müssen, weil irgend so ein äh, Jesus-Prediger da äh, hat, hat äh, Publikumsrechte, nee, Veröffentlichung, Copyrechte, Oberheberrechte für sich veransprucht und hat ihnen gedroht, die zu verklagen, wenn sie ein Video nicht wegnehmen. Das heißt, insofern haben sie jetzt nur noch das als, als sechsminütige Video, wo sie erklären, dass sie das, das Video lieber wegnehmen, als dass sie Ärger haben mit den. Äh, wie nennt sie mit der gelb-schwarzen Biene Maya? Haben sie den getauft, weil er hieß äh, Maya <laughs> und hat in einem gelb-schwarzen T-Shirt den Vortrag gehalten. Also wer sich für wer also dem nicht reicht die sechs Stunden Getzer-Podcast, die wir alle vier Wochen hier abliefern, dem seien die Atheisten noch empfohlen. Werden wir auch noch einen Link auf unsere Seite setzen. Ansonsten kommen wir zu unserem schlauen Spruch. Also, ich fange an. read, the Bible is the most potent force for atheism ever conceived. Richtig gelesen ist die Bibel die wirksamste Kraft zum Atheismus, die man sich vorstellen kann. Isaac Asimov das war die 53. Episode von Ketzer 2.0. Kommentare, Lob, Kritik und Höllendrohungen bitte wie immer an podcast@atheismus.de oder besucht unseren Blog auf ketzerpodcast.wordpress.com. Dann möchte ich noch kurz auf den YouTube Kanal äh, hinweisen, wo das auch immer hochgeladen wird, nämlich der Ketzer Podcast. Tschüss. Tschüss. Ciao.